Herzlich willkommen zu unserer kleinen Kochshow. Ich mache für euch heute Maultaschen in Sahnesoße. Dazu brauche ich folgende Materialien. Zum einen unsere geilen Maultaschen. Ich habe Zwiebeln, in dem Fall rote Zwiebeln genommen. Ich habe Knoblauch, eine Knoblauchzehe klein geschnitten. Ich habe Butter. Ja, mit dem fangen wir jetzt auch gleich mal an, damit wir hier ein bisschen uns zeitlich auch ein bisschen dass auch alles zügig vorangeht. Dann habe ich Bauchspeck von unserem Metzger Kübler, Salz und Pfeffer und habe mich für Cremefein von Rama entschieden. Das läuft alles relativ einfach. Maultaschen als solches sind ja immer ein Gericht, das man einfach ganz, ganz schnell zubereiten möchte. Als allererstes lassen wir die Butter so ein bisschen zerfließen. Hier. Dann packen wir unsere Zwiebel mit rein. Knoblauch. Lassen das so ein bisschen glasig vor sich hin braten und packen relativ schnell auf unseren Speck mit rein, unseren Bauchspeck. Der gibt natürlich eine richtig schöne Würze dem Ganzen. Wir können gleich hier schon ein bisschen Pfeffer, eine Prise Pfeffer drüber. Und dann nehmen wir unsere Maultaschen, natürlich von I Love Maulwasch. Ich bin ein Freund davon, die klein zu schneiden. Das heißt, ich mache für solche Scheiben und schneide sie dann quer. Pack die auch mit rein. Nochmal vielleicht ein Stückchen Butter dazu. Und jetzt lassen wir das Ganze so ein bisschen anbraten. Ich mache gleich nochmal zwei Maultaschen rein. Ja, das sind im Endeffekt vier Maultaschen. Wenn man jetzt nicht so viel andere Beilage hat, dann ist das eigentlich ja, für Menschen wie mich auf jeden Fall eine Portion, die machbar ist. Maultaschen als solches kennt man ja natürlich aus dem Schwabenland in den traditionellen Zubereitungsformen. Aber Maultaschen als solches können einfach auch noch viel, viel mehr. Und das wird gern so ein bisschen unterschätzt. Und Maultaschen gehen vor allem super schnell. Ne? Also wenn man mal nicht weiß und was kochen und soll aber schnell gehen, weil man hat ja in dem Moment schon Hunger, dann seht ihr, wie schnell das jetzt hier auch in dem Fall funktioniert. Ja. Ich lasse das jetzt so ein bisschen anbraten, nur ganz leicht, weil es soll ja auch schnell gehen. Und ja, die Maultasche ist ein Produkt, mit dem man unglaublich viel machen kann. Total flexibel und geht eben super schnell. So. Und dann packe ich jetzt hier die Creme fein rein. Jetzt lassen wir das noch auch noch wieder noch so ein bisschen vor sich hin köcheln. Ja, bisschen schön durchziehen. Und dann, was man natürlich jetzt alternativ noch machen kann, wenn man noch ein bisschen Schärfe möchte, noch vielleicht eine Chili mit rein. Oder sowas, ich meine, da ist ja jeder so ein bisschen anders
anders orientiert. Mag es auch jeder ein bisschen anders. Aber es ist auf jeden Fall ein Gericht, das super schnell geht. Das Creme frei nimmt jetzt auch noch so ein bisschen Würze wieder weg. Deswegen packen wir noch ein bisschen Salz wieder mit rein, damit wir auch wieder Geschmack wieder ein bisschen kriegen. Wobei der Speck natürlich schon auch Geschmack mitbringt und die Maultasche als solches natürlich auch. Und schon sind wir eigentlich soweit fertig, dass wir das servieren können. Das mache ich euch jetzt auch. So, wunderbar sieht es aus. Einmal Maultaschen in Sahnesoße. Ich als alter Käseliebhaber, für den passt da jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Parmesan drüber. Und dann schmeckt es hervorragend. Total einfach zum Nachkochen. Ihr seht, es geht super schnell. Viel Spaß damit. Unsere Maultaschen bekommt ihr in unserem Online-Shop unter www.ilovemaultasch.de. Findet ihr die. Sind sehr gute Maultaschen. Und sind aber natürlich auch jegliche andere Maultaschen möglich zum Benutzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, wie ihr es machen würdet, würde mich interessieren. Und ja, abonniert den Kanal, würde uns freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.